この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも。バナナバナナ。Aber ohne Waffe. Einmal kurz, ich weiß nicht, ob das auf dem Video hier gut rüberkommt, aber das ist hier so schön. Allgemein, die Location der Knitschi ist halt total schön. Entschuldigung, junge Dame, warum sind Sie verkleidet? Entschuldigung, junge Dame, warum kaufen Sie hier verkleidet Brot ein? Ich bin gerne im Kostüm und ja. Entschuldigung. Ich glaube, das wird nicht. Das wird nicht. Melissa B. verzweifelt im Cosplay, im Edeka, beim Brot kaufen. Nein, junge Lena. Ja, okay, junge Lena. Das ist übrigens richtig cool hier in Kassel. Die sind das ja schon gewohnt, dass wir einmal im Jahr hier sind. Deswegen kann man ja ganz locker in Edeka, im Cosplay rumlaufen und es juckt keinen. Okay? Ja. Ja. Im Edeka Cosplay. So, erster Tag Konnichi, wir sind angekommen im Hotel und Melissa hat gerade irgendwas entdeckt. Die haben mich gefragt, ob wir es mitnehmen können.
Ja, aber wir haben ja gerade gehört, dass ein paar Sachen hier, wir sollten am besten nichts anrühren, das müssen wir zahlen. Wenn Sie hier den Rosengarten sehen würden, wäre es doch perfekt. Ja, das wäre wirklich toll. Aber die Aussicht ist auch phänomenal. Ja, und die Bahn, ja? Und die, ja, nein, oh nein, bitte nicht. Und die Minister hat getrennte Betten geordert, weil die nicht neben mir schlafen will. Das war nicht gedacht. Das hier, so sieht es auch bei mir zu Hause aus. Wir dürfen nichts, sonst müssen wir zahlen. Ja, besser ist das. Wo ist denn das kostenlose Wasser? Der Minister hat gerade ihr Cosplay ausgezogen und es sieht aus, als hätte sie ein völlig neues Cosplay jetzt an. Das sieht aus wie eine Schuluniform. Passt aber auch voll gut zu den Schuhen. Jetzt ehrlich, das passt total gut zu den Schuhen. Ich finde, das passt total gut. Das ist auch ein neues Cosplay. So, Mantel mit Cosplay und Schuhen. Oh, wir haben ein Aquarium. Das wie ist in Dubai, chill, in diesem Luxushotel. Können wir nebenbei laufen lassen. So, wo ist jetzt der Infokanal? Cool. Die sind echt die Fische. Weil gleich innen nicht zerquetscht werden. Ich will Pizza. Ah ja. Pizza. Und die kriege ich auch. Was ist Tradition auf jeder Convention, die wir besuchen? Pizza Hut! Ja, und wir warten jetzt gerade auf unsere Pizza. Und jetzt haben wir schon Cola gekriegt. Und ich dachte, das ist wirklich so Tradition seit Jahren, dass wir hier zur Pizza Hut gehen. Und es sieht schließlich aus, Margarita bestellen. Und uns schön teilen. Ja, aber guck mal, hier ist nichts. Happy. Pizza, die gerade noch da war, sie ist jetzt wieder weg. Jessica Plaumann und Jeremy Payne. Convention-Person von einer Convention, die ich gar nicht kenne, ist aber trotzdem schön. Ab dafür! Ja.
mein Gott, oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, jetzt ist es wieder weg. Da hatte ich so einen Kontrakt. Warte, warte. Da war was, das war ein Schlicht. Oh Gott, das ist ein Kerl. Oh Gott, müssen die weg. Thank you.
Ich habe Angst. Doch nur du antwortest mir. Verfolgst mich seit Jahren wie ein Schatten. Lange nicht gesehen, meine kleine Yuki. Ich weiß nicht mehr, wo die Grenzen zu mir selber sind. Die Yuki, die du kennst, ist noch in mir. Doch womöglich, dass sie langsam verschwindet. Die Grenzen, sie lösen sich auf. Obwohl ich das Ende herbeisehne, hänge ich noch an meiner menschlichen Vergangenheit. Ich darf nicht zurückschauen. Doch du unterdrückst mich, auch nachdem du mich selber berufen hast. Ich bin dein Echo der Vergangenheit und der Ruf der Zukunft. Der Schlag der Flügel, er wird stärker.